Es geht so schnell vorbei. Du kannst hier nicht skillen während der Zeit. Ekelhaft, das ist ein Grund, warum diese Map meine absolute Hassmap überhaupt ist in diesem Spiel. Die ist einfach grundsätzlich so schwer. Da muss echt nicht viel passieren. Wahrscheinlich selbst mit roten Bloons würde man verlieren. Weil die so komisch langlaufen. 4 Continues oder 5 Continues jetzt schon? Innerhalb von ein paar Runden. Nicht schlecht. Okay, nächste. Oh, hier hat noch einer geschrieben. Musst du das bitte die 5 Let's Play beenden, wenn BT 6 rauskommt? Und ich hatte es ja damals schon im Stream gesagt, das wird parallel laufen, also ich werde BT 5 auf jeden Fall irgendwie mal zu Ende bringen. Und BT 6 kommt ja dann demnächst bald irgendwann mal raus. Mal gucken, wann. Bin ich echt gespannt. Was das wird. So, 63. Runde. Dann kriege ich so down. Wunderbar. Aber 2500 Popcorns schon. Nicht schlecht. 4600. So eine Nagelfabrik da hinten macht schon was aus. So nah wie möglich an die Strecke bringen. Damit sie versuchen, alle auf einen Haufen das zu legen. Ich werde Sauger hinsetzen müssen. Das bringt leider sonst nichts, weil die ignorieren das halt völlig. Das interessiert die überhaupt nicht. Das soll zumindest erstmal die Zeppelin zerstört werden. Schon bei 11.000 Popcorns. 11.000 Leben hätten meine Blumenbäume schon noch abhalten, dann hätte ich schon mal verloren. Und die Nahefabriken wäre schon sehr oft geendet worden, diese Runde. Ja, das brauche ich hier nicht. Viel davon reichen definitiv aus. Alles klar. Njong, alle sind Serien. Sind wir bei 12.000, 13.000 Popcorns. Normale Blumenzeiten sind nicht das Problem. Die werden durch die Keramikbälle easy gekillt. Und diese hässlichen Zeppeline sind das Nervige.
7000 Gold brauche ich für einen voll ausgebauten Schredder. Kann ich alle zwei Ründchen oder so noch einen neuen Schredder bauen? Aber damit haben wir das Schloss auch gleich erledigt. Nice, nice. Auch noch schnell eine Range vom Affendorf drin. Oh. Da fehlt noch ein bisschen. Wahrscheinlich 8000. Habe ich auf die beiden Updates nicht geschaut. Ja. Nochmal 12.000 und sind 14.000 Popcorns. Oh, der ist noch gar nicht auf der Stufe. Ups, sollten wir 5 erstmal machen. Alter! Von 14.000 auf 22.000, 28.000. Quasi verdoppelt. Und die ja auch, okay. Was ist das für eine ekelhafte Runde? 78, stimmt, da war was. Da war was und ich war zu langsam. Und nochmal die komplette 78 Runde erneut. Hm, ist ja geil. Runde. Kommt keiner mehr? Müsste eigentlich. Dachte sind so. Ekelhafte Runde. Dann setzen wir erstmal Nagelminen, machen wir so die Nagelminen. Bling! Ich glaube, ihr produziert schneller die Nagel. Fabrik mit Nagelminen. Oh, so viele Continues. Ekelhafte Map. Oh, ich bin zu langsam. Alles gut. Habe mich gerade nur gestreckt und konnte mich vielleicht nicht mehr schnell genug auf den Superaffensturm klicken. Ah, jetzt ist wieder alles gut. Bam! Mal ein bisschen Platz machen hier. Sind ja noch stärkster gestellt? Ja, na, eigentlich schon. Trotzdem haben so viele Mobs durch, so viele Zeppelinge durch. Krasse Kacke, ey. Und 40.000, 55.000. Dass sie auch so schnell durch sind, ja. Ich hab nur noch 90 Beamtenstürme. Ist jetzt nicht mehr so viel, ne? Aber, das ist halt. Die interessiert die halt nicht, ob da was anderes noch ist, ne? Die gehen halt wirklich straight auf die Songs. Würden sie mal das ganze Schwache auch mit kaputt machen, dann will ich auch kein Problem, aber machen sie nicht. Ich habe in der Runde gerade noch wahnsinnig viel Gold bekommen. Oh Gott, Alter, wie viel Gold ich minus gemacht habe, plus wie viele Superaffenstürme ich benutzt habe. Ist ja mal super eklig. Da wird die Mission allerdings abgeschlossen. Boah, wie viel Minus habe ich gemacht? 75.000. Ich habe 600 Gold noch weniger als letzte Runde. Das sind
5 Continuous, das ist echt wenig. Das ist echt wenig. Ich hätte an mehr gedacht. Aber es sind nur 6 Continuous gewesen. Das war nice. Ich finde es immer noch doof, dass man mit den Münzen sonst nichts machen kann. 576, meinetwegen lass mich Spezialagenten damit kaufen. Muss ich mein wertvolles Geld damit nicht verschwenden. 1 Million Popcorn, genau. 1 Million Balloons platzen lassen. Superaffe, Superaffensturm und ein Balloons-Untergangsgerät bekommen. Das ist eine coole Mission. Die können sie ruhig 3-mal am Tag machen. Das ist nicht schwierig. Okay. Gut, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Wir sind in der nächsten Folge wieder von BTD5. Dann geht's weiter mit der nächsten Experten-Unplatzbar-Mastery-Map. Und bis dahin, ciao.